was geht? Herzlich willkommen hier back to the business. Wir reagieren heute auf APK. Der hat nämlich vor 5 Tagen ein Statement hochgeladen. Ich habe dazu ja schon was in den Cake News gemacht, aber ich will natürlich noch auf das gesamte Video reagieren. Ich muss jetzt ganz radikal, ohne Scham, ohne Vorspiel raushauen. Ich bin miese verbrannt, miese broke. Erster Link in der Beschreibung, wenn ihr meine Internet-Existenz noch supporten wollt. Und bitte gebt euch das Video bis zum Ende. Ich habe mich wirklich hier geöffnet. Ja, Leute, das gefühlt finale Statement. Ich habe ja vor fast einem Jahr ein Video hochgeladen, in dem ich darüber geredet habe, dass ich finanziell geballert bin. Ich weiß jetzt, wenn manche kommen und sagen, oh, der macht so oft arm, der ist reich, der... Bitte eine Sache, die man auch oft nicht vergessen kann. Ja, ich meine, ich hatte auch mein Beef mit ABK, aber reich ist der auf gar keinen Fall. Also, der macht ja auch sehr wenig Videos und hat dafür ja auch schon hohe Kosten mit Anwalt und so, ne? Bei mir. Ich komme, wie viele auch meiner Zuschauer selbst, aus armen Verhältnissen. Das heißt, zu Anfang meiner YouTube-Laufbahn, wo ich angefangen habe, damit ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich halt natürlich freiwillig sehr viel auch zu Hause abgedrückt, an die Familie abgedrückt. Danach kamen aber Steuern. Ich habe damals 1,5 Jahre lang einen Steuerberater gesucht. Die meisten Steuerbüros wollten mich als Influencer nicht annehmen, zumindest bei mir in der Stadt. Auf jeden Fall habe ich einen Steuerberater halt dann bekommen. Ich habe dann die Steuerjahre 2017, 18, 19 auf einen Schlag abgezahlt. So, wisst ihr noch, wo ich vor 5 Jahren Beef auf YouTube hatte, weil ich gesagt habe, ja, man muss von seinem ganzen Geld immer 35% abziehen und das zur Seite legen. Und das ist doch voll für YouTuber. Naja, wie gesagt, er hat halt 35% Steuern. Das weiß ich noch, dass ich das damals kritisiert habe, weil bei seinen Einnahmen sind es halt weniger gewesen. ABK labert, was für 35%. Aber jetzt seht ihr, alle YouTuber sagen, ja, leg die Hälfte zur Seite. Und du musst die Hälfte zur Seite legen. Deutschland ist für Selbstständige. Ja, also es ist schon das Beste, die Hälfte zur Seite zu legen. Auf jeden Fall. Lieber auch zu viel als zu wenig. Man weiß halt nie, was kommt. Die Steuerlast in Deutschland ist schon wirklich sehr, sehr hoch, muss man sagen, ne? Aber es ist halt schon klug, das zurückzusetzen, aber von der Steuerlast her, ich glaube, das war so die Zeit, wo ABK, glaube ich, 50.000 verdient hat, da zahlst du halt 30% Steuern oder so, was auch schon krass ist, ne? Also, du hast als Selbstständiger meiner Meinung nach keine Vorteile in Deutschland. Das Finanzamt hat mich halt geschätzt und jeder weiß, wenn das Finanzamt dich schätzt, du bist so gut wie gefickt. Deswegen musste ich dann alle 3 Monate voll die hohe Steuervorauszahlung machen. Das Problem war aber, dass ich als YouTuber kein geregeltes Einkommen habe. Ich habe nicht, wie boah, gefühlt 70%, 60% der YouTube-Szene, Sponsoren, also jemand, der mir jeden Monat einen festen Betrag gibt. Und deswegen war ich immer darauf angewiesen, wenn ich jetzt ein Placement habe, kann ich damit meine Steuern zahlen. Und das Schlimmste ist auch noch, dass ein Placement, was ich gemacht habe, ist einfach Insolvenz gegangen. Ein Placement einfach umsonst gemacht. Meine YouTube-Klicks alleine, damit konnte ich halt meinen Content teilweise finanzieren und auch zu Hause aushelfen, ne? Also Miete zahlen und auch natürlich Krankenkasse und sonst was. Ihr wisst selber, ich zahle Krankenkasse 1.000 € im Monat. An die Leute, die mich jetzt fragen, boah, warum bist du nicht in einer privaten Krankenkasse? Das funktioniert nicht, aufgrund meines Schufa-Scores. Die meisten privaten Krankenkassen haben mich komplett abgelehnt. Ja, Digga, die also normale Krankenversicherung ist so eine Abzocke in Deutschland. Also wirklich, der Höchstsatz in Deutschland liegt halt echt bei so 1.000 € im Monat. Also ich bin ja zum Beispiel privat versichert und natürlich, das wird, wenn ich älter bin, es wird natürlich jedes Jahr teurer. So, aber ich würde halt 1.000 € in die gesetzliche zahlen mit weniger Vorteilen und jetzt zahle ich einfach, ich glaube, 220 € für Pflege und Krankenversicherung. Und habe halt ein Eigenzahl-Ding im Jahr von 1.000 €. Das geht halt voll fit. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe so viele Vorteile und zahle ein Fünftel. Das ist halt schon, das kann ja, also 1.000 € ist halt wirklich, ist krass. Ich weiß auch, am Anfang, wo ich von YouTube gelebt habe, hab ich mich ja dann direkt privat versichern lassen, ne, weil ich schon wusste, dass es halt echt teuer wird. Und wenn du mir überlegst, selbst wenn also nur 3.000 oder 4.000 € brutto verdienst oder so, dann musst du halt schon diese 1.000 € zahlen. Ein Viertel nur weg an Versicherung. Es ist natürlich super, dass wir das System haben. Ne? Besser als wenn es das nicht geben würde. Aber 1.000 € ist schon wirklich eine Menge. Und dann wollte die Krankenkasse eine dicke Summe haben. Mein Konto war gefändet. Und dann kam das Placement-Geld rein. Das hat dann direkt die Krankenkasse komplett genommen. Und dann haben die mein Konto wieder aufgemacht. Also müsst ihr euch schon mal vorstellen, ich zahle 700 € Miete, 1.000 € Krankenkasse. Boah, dann habe ich Lizenzen, die ich auch monatlich bezahle. Dann zahlst du deinen Steuerberater, dann zahlst du deine Steuern. Ich weiß, diese Gerichtsprozesse von den YouTubern und so wird ja jetzt alles eingestellt, ne? Ja, ich warte, dann verdient ihr doch dementsprechend, ab wann Höchstsatz Krankenkasse? Ich glaube, das ist schon relativ viel, ne? Na gut, ab 5.100 € brutto. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie viel das dann ist, ne? Ja, wie viel verdient ein ABK? Es ist halt, 5.000 € brutto wären 60.000. Also das wird das... Nee, ach, Digga, bin ich dumm? Doch? Hä? Ja doch. 5.000 mal 12. Ich dachte gerade irgendwie 110.000. Oh ja, aber 60.000, das kriegt er halt locker hin, ne? Also
weiß jetzt nicht, wie viel gelb ist bei ihm, aber alleine für ein Placement wird er halt 10.000 kriegen. Alleine, wenn der vier Placements, wenn das halt 10.000, wenn das ja immer 10.000, wenn das 40.000, dann noch die YouTube-Einnahmen, also das kriegt er hin, ne? Und ja, Anwaltskosten sind halt wirklich krass, ne? Den habe ich jetzt auch bezahlt, ne? Die letzte Rechnung war 6.000 noch was Euro, Alter. Dann meinte der zu mir, ja, du musst wahrscheinlich noch grob geschätzt 25.000 zahlen, wo ich mir denke, Alter, ich habe schon so viel gezahlt, dann noch vielleicht... Ey, ich habe auch so viel an Anwälte gezahlt, ne? Also auch jetzt die ganzen Shoyoka-Sachen und so, ne? Die fressen echt so viel Geld. Also bei mir läuft es ja zum Glück momentan halt ganz gut, ne? Deswegen kann ich die Sachen halt zahlen. Aber also man holt sich ja normalerweise auch gute Anwälte, ne, damit man eben auch höher, also eher gewinnt, ne, aber das frisst halt wirklich so viel Geld, ne. Ich meine, alleine jetzt, ne, die neue Abmahnung von Shoyoka, dann jetzt Roos geht gegen mich vor, dann ist Abdel gegen mich vorgegangen, ne, dann dieses Jahr war Isam, der noch gegen mich vorgegangen ist. So, also das frisst so viel Geld, ne. Ich meine, man kann es halt zum Glück absetzen, weil es ist ja alles für seinen Job, für Videos, die man macht und so, ne, aber es frisst teilweise wirklich Geld. Also ich hatte auch, bevor Monta auf mich reagiert hat, hatte ich zum Beispiel auch Schulden bei meinem Anwalt, weil die Kosten da teilweise es echt übernommen haben, ne, auch mit der ganzen ABK-Sache und so. Ich glaube, ich hatte zeitweise auch so 15.000 Euro Schulden, das ist schon... Das heißt, ich habe so oft Kontofendungen. Wenn die mein Konto fänden, Bruder, für was arbeite ich dann? Ich muss immer Angst haben, ob meine Karte funktioniert oder nicht. So voll peinlich, Alter, und Leute machen Fotos mit mir draußen. Was für Fotos machen? Ich habe da gerade voll den Struggle mit einer Pokémon-Karte, die nicht kämpfen will, so, wisst ihr, also meine Bankkarte. Ich musste aber trotzdem an Gerichtskosten, Anwalt und sonst was so um die... Boah, Junge, ich weiß gar nicht, ob ich euch die Story erzählt habe. Das eine Mal wurde ich auch einfach gefendet vom Finanzamt, obwohl ich das schon überwiesen hatte. Das hat sich dann auch später geklärt. Da hatte ich gerade einen Mietwagen, weil mein Auto war in der Werkstatt und wollte das halt tanken. Das waren irgendwie so 10 Euro, weil ich nicht so viel gefahren bin. Da bin ich da einfach an der Tankstelle. Digga, meine Karte geht einfach nicht, weil ich gefändet wurde von denen. Es war auch... Da ist Twizzy dann extra noch zur Tankstelle gefahren und hat für mich bezahlt. 50.000 Euro zahlen. Du verdienst Geld jetzt in meinem Fall, aber nicht so viel Geld, dass ich so krass jetzt zurücklegen kann, um mir was aufzubauen, sei es Immobilien oder sonst was. Ja, ich bin raus, kein Business gemacht, hätte auch Immobilien geholt. Aus der Sicht meiner Familie und vor allem auch aus islamischer Sicht darf man sich keine Kredite nehmen. Einer der heftigsten Sünden im Islam, wenn du dir einen Kredit nimmst und dann am Ende Zinsen und sowas zahlst, das darf man nicht. Dadurch, dass ich das halt nicht machen kann, kann ich ja nicht auf einen Schlag einfach mal eine Wohnung für 100.000 Euro kaufen. Wie zahle ich dann meine Steuern? Wie mache ich dann sonst was? So Sachen wie Wohnung kaufen. Das finde ich aber auch krass, ne? Wenn du dann wegen deinem Glauben keine Kredite und sowas aufnehmen kannst. Also ich meine, weil per se macht das ja auch einfach Sinn, ne? Je nachdem natürlich, wie die Zinslage ist. Sich natürlich das Geld zu. Ich habe zum Beispiel einen Zinssatz von 1,05%, so, ne? Das ist halt super. Vor allem, da würde mich mal interessieren, darf man, wenn man gläubig ist, dann Aktien und sowas kaufen? Oder ist das alles so, dass man das nicht darf? Ich meine, du hast da ja keine Zinsen, die du zahlst oder so, aber kann ja sein, dass es irgendwie so generell so dieser Finanzsektor ist und so, ne? Der da. Ein Haus kaufen, das fällt bei mir mit Kredit komplett raus. Und das Problem war, ich hatte einen Kollegen, dem habe ich alles anvertraut. Ich habe mal zu dem gesagt, Bruder, kümmer du dich bitte um meinen Papierkram. Bin ich auch selber schuld, muss ich hierbei sagen. Am Ende des Tages mindestens 30.000 Euro, die der einfach mal so schnapp gemacht hat. Nicht auf einen Schlag, aber über den Zeitraum verteilt. Geld verändert die Menschen, ne? So ist das halt. Das war richtig dumm von mir. Ich habe ihm halt vertraut. Ich habe gesagt, hier ist meine Bankkarte. Wenn was Wichtiges ist, wenn was Dringendes ist, du bist ein Bro, der mir hilft und ich helfe dir auch. Alles gemacht mit Herz, weil ich dachte, ey, wir sind Freunde. Ich habe halt einem Menschen vertraut. Auf jeden Fall hatte ich dann auch halt zu einem Zeitpunkt voll Streit mit meiner Mutter, weil meine Mutter hat das schon damals geahnt. So. Und, ich wollte es halt nicht einsehen. Ich war so, nein, Mama, du hast keine Ahnung, das ist ein guter Freund von mir, der ist mir voll wichtig und nee, der macht alles, der kümmert sich um alles. Meine Mutter so, um was kümmert der sich denn? Dann dürfte er sich auch kein Geld vom Kollegen leihen. Naja, es geht ja eher um die Zinsen. Na, ich glaube, Geld leihen ist in Ordnung, nur wenn dann darauf halt Zinsen kommen, die du zusätzlich zurückzahlen musst, das geht halt nicht, ne? Scheiß gekümmert. Dann habe ich erst letztes Jahr mich selber dahin gesetzt, mit Steuerberater geredet, dahin gegangen, Termine, alles Mögliche und konnte dann so ein bisschen das mit den Steuervorauszahlungen zumindest anpassen, sodass ich noch ein bisschen Zeit habe zum Atmen. Jetzt das Problem halt, natürlich kann ich auch direkt sagen, dass ich noch eine Steuernachzahlung habe und das Finanzamt in... Ja, das ist halt irgendwie hart, gerade wenn du irgendwie so von Kollegen und so abgezogen wirst, ne, mit denen du halt vertraut, denen du vertraut hast, so... Da muss ich sagen, das ist halt immer das Ding. Ich finde so, Geld macht halt Freundschaft voll schnell kaputt einfach, ne? Deswegen bin ich auch, also ich unterstütze natürlich schon halt so meine Leute und so, aber keine Ahnung, ich kenne zum Beispiel auch meine Freunde, ne? Das hat mich auch richtig abgefuckt, wo wir Silvester gefeiert haben, beispielsweise, wollten wir halt Essen bestellen, ne? Wir waren irgendwie so 8 Leute oder so und dann haben die auch gesagt, ja, bestell mal bitte. Und ich habe halt direkt gesagt, so, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich kenne euch. Weil ich bin auch keiner, der dann hinter dem Geld her ist, zum Beispiel so, ne? Wenn du darauf scheißt und mir das Geld nicht wiedergibst, ich merke mir das, dann ist es halt einfach so. Und ich habe extra gesagt, nein, auf gar keinen Fall,
ich bestell da gar nichts. Und Twizzy hat dann bestellt. Und Twizzy hat von niemandem Geld bekommen. Es war so klar, dass das halt wieder passiert. So, ich weiß, was macht jetzt halt die Freundschaft nicht kaputt, ne? Aber ich finde, es halt immer sowas mit Respekt zu tun. Deswegen bin ich da, was generell so Geld leihen und sowas angeht, auf jeden Fall schon sehr vorsichtig. Also es gibt wenige Leute, denen ich Geld leihe, genau wegen Fall sowas. Keine Ratenzahlung machen möchte. Es ist nicht so, dass nö, ich das von Geld mir auch nicht, Digga, nö, er kann mich machen. Ich verdiene das Geld, aber nicht in dem Zeitraum, wie es das Finanzamt von mir will. Ich bin relativ stabil, was sowas angeht. Steuerschulden und Papierkram und sonst was, das sind für mich alles oberflächliche Probleme, sag ich mal. Was mich halt viel, viel mehr belastet, sind dann so familiäre Sachen. Wie zum Beispiel, danke für die 2 Euro. Das Video hochgeladen habe. Zu dem Zeitpunkt war meine Mutter noch nicht so krank wie jetzt. Das heißt, der gesundheitliche Zustand meiner Mutter hat sich verschlechtert. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Influencer ohne eigene Persönlichkeit kommen und meinen, dass ich all diese privaten, familiären Dinge ausnutzen würde. Nein, ich habe mir diese Dinge nicht gewünscht. Ich habe eher gehofft, dass sowas nicht bei mir passieren würde. Das war dann so krass, dass schon meine Mutter 3 Wochen in der Klinik war. Nachts teilweise musste ich 20 Mal aufstehen, meine Mutter zur Toilette tragen, weil die nicht selber laufen konnte und so. Und dann hatte ich halt mal so oft Arzttermine mit meiner Mutter jeden Tag. Ja, also wie gesagt, ich wünsche deiner Mutter da auf jeden Fall alles Gute. Wir haben da auch schon mal ein bisschen privat halt drüber geredet und hoffe auf jeden Fall, dass es ihr da bald besser geht. So 5 Stunden, 4 Stunden. Aber da muss ich auch sagen, also wirklich Respekt an ABK, ne? Wie viel der sich da wirklich um seine Mutter kümmert, ne? Dass der da echt zu irgendwelchen Ärzten fährt, wo der dann da irgendwie 1 oder 2 Wochen ist, ne? Dass der die auch so die ganze Zeit pflegt und so, ne? Das ist ja, also überhaupt einen Menschen zu pflegen, dann 24/7 ist ja generell halt schon krass einfach, ne, vom Aufwand her, von der Kraft und so weiter, die du da einsetzen musst, ne, du hast ja dann trotzdem noch ein eigenes Leben, was du führen musst, ne, jetzt mit YouTube oder, keine Ahnung, mit Studium, falls er das noch macht, ne, und das ist krass, also dafür wirklich richtig dicken Respekt. Und dazwischen noch YouTube-Videos machen, kannst du machen am Abend, wenn deine Mutter ein bisschen schläft, aber diese Stimmung war nicht da, das nimmt dich mental übertrieben mit. Ich bin es ja halt schon gewohnt von meinem Vater, weil ich ja meinen Vater bis zum Tod gepflegt habe, natürlich pflege ich auch meine Mutter, also meine Mutter hat höchste Priorität. Menschlich, eine Sache, wo ich mit gutem Gewissen schlafen kann und mir sagen kann, niemanden verraten, der mir wichtig ist oder dem ich etwas zu verdanken habe. Da bin ich euch als ABK Army dankbar, dadurch, dass ich meiner Familie auch finanziell... Ja, und ich meine, ich habe ja auch immer gesagt, so ja, dann zieh einfach Videos durch, mach deine Streams und so, dann hättest du halt das Geld. Aber ich kann ihn halt auf jeden Fall verstehen, ne? Weil ich glaube, wenn du wirklich den ganzen Tag dich zum Beispiel halt um deine Mutter kümmerst, ich kann das komplett nachvollziehen, ne? Dass du dann vielleicht abends, wenn sie mal schläfst, dann nicht so in dein Zimmer gehst und dann sagst so, ja Mann, der Geld, habe ich Bock, ein unterhaltsames Video zu machen, so, ne? Sondern klar, da sind dann einfach andere Dinge in deinem Kopf, um die du dir halt Gedanken machst. Und ich kann es halt komplett verstehen, dass dann der Vibe nicht da ist, ne? Und ich sag mal, dann sich so aus Zwang hinzusetzen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, ist halt auch nicht der richtige Weg, ne? Also da kann ich ABK auch komplett verstehen. Helfen habe, wenn was ist, helfen die mir jetzt auch. Zum Beispiel haben meine Tanten, mein Onkel gesagt, ey, flieg du nach Japan, konzentriere dich nur auf YouTube, dreh nur Videos, schneid und arbeite den ganzen Tag und wir kümmern uns hier um deine Mutter. Für mich so ein hoher Gewinn, das rechne ich meiner Familie so hoch an und deswegen bin ich in Japan und bin auch am Hustlen. Ich bin gefühlt jeden Tag 10 Stunden am Videos schneiden. Es ist ein Luxusproblem in dem Sinne. Ich bin einfach in Japan, ich kann in Ruhe rausgehen, in Sicherheit rausgehen. In Deutschland müsst ihr euch vorstellen, klar, meine Mutter ist krank, ich bin immer zu Hause mit ihr und so nicht, aber ich will auch gar nicht rausgehen, weil ich mich halt so unsicher fühle, Leute bedrohen und all so ein Scheiß. Auf jeden Fall bin ich ja 2 Mal in einem Jahr nach Japan. Ja, das kann ich auch verstehen, ne? Also jetzt mit Ruth und so haben wir es ja auch selber auf jeden Fall mitbekommen und ich sag mal, ich glaube bei ABK ist halt auch das Problem, der wohnt ja auch einfach in NRW, ne? Das ist so, sag ich mal, so ein Katzensprung entfernt, ne? Manuelsen hat dann ja auch irgendwie in der Nähe von ABK da auf jeden Fall auch gelivestreamt und sowas, ne? Das ist halt schon krass. Ich habe halt so das Glück, weiß ich, bin halt so ein Braunschweig einfach, ne? Also wenn ich jetzt mit irgendwem aus NRW Beef habe, wer fährt wegen einem YouTube-Video, wenn ich nicht gerade beleidige, 4 Stunden hierher, um mir aufs Maul zu hauen? Das ist halt schon eher unwahrscheinlich, ne? Aber ABK ist halt genau bei diesen Leuten. Und an dem Tag, wo ich gelandet bin, kam schon direkt die erste Schocknachricht. Mein Onkel hat den Herzinfarkt bekommen. Dann lag mein Onkel im Koma erstmal. Ja, auch hat Ida auf jeden Fall alles Gute. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin so in Japan, ich soll jetzt arbeiten, Videos schneiden, aber... Ey, Bro, dein Onkel sagt immer, im Koma, ey. Und ich denke mir dann im Kopf, Bruder, warum? Was passiert bei mir alles? Vater stirbt, Cousin wird ermordet, Mutter krank, Onkel jetzt im Koma, Bruder. Das sind so viele Sachen, die auf einmal auf mich zukamen. Und sag ich schon offen und ehrlich, hatte ich nur ein einziges Mal einen Nervenzusammenbruch. Da habe ich auch geheult, musste meine Mutter mich so festhalten, den Arm nehmen und so. Ey, das war mir so unangenehm, ne? Ich bereue das so krass. Ich habe mich so festgehalten, meine Mutter, ne? Ich war auch so, ich kann nicht mehr jeden Tag, irgendwas passiert und so. Das war wirklich... Aber ich weiß, ich finde sowas nicht unangenehm. Also es ist halt klar, jeder Mensch kommt einfach irgendwann an die Grenzen, so. Ich weiß nicht, ich war jetzt natürlich nicht in der Situation, aber ich finde halt eher, das ist so, also ich hätte die Situation, glaube ich, im Nachhinein eher cool gefunden. Weißt du, dass deine Mutter da ist, dich in den Arm nimmt, dir Kraft gibt, dich unterstützt und so.
Das finde ich ist halt, also diese Situation, so finde ich, ist halt viel krasser, als dass mir das unangenehm wäre. So, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich darüber nachdenke, ne? Ey, das war so heftig, Mann. Aber ich weiß, dass Allah mich prüft, ob es was Positives, was Negatives ist. Ich bin Gott dankbar dafür, weil ich am Ende des Tages daraus so meine Message ziehen kann. Danke, Benel, für die 2 Euro. Und dazu kam noch, dass meine Mutter eine Depression bekommen hat. Und ich sag euch offen und ehrlich, ne, ich habe alles durchgemacht gefühlt, ne. Aber wenn eure Eltern Depressionen haben, das ist wirklich richtig, richtig hart. Also ihr müsst euch vorstellen, seid zu Hause, eure Mutter fängt aus dem Nichts an zu weinen, weil die so nicht mehr laufen kann. Und das sind Sachen, die ziehen euch unnormal runter. Und was auch noch dazu kommt, dann macht ihr den Briefkasten auf, dann seht ihr irgendwelche Briefe mit Mahnungen, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Dann siehst du, irgendwelche YouTuber machen Ansagen an dich, irgendwelche Leute bedrohen dich. Ich bin wirklich einmal sehr, sehr ruhig bei der ganzen Sache. Oh, no, no, I'm working. I'm still working now. Oh, the bed. Oh, no, I'm still working here. Arigato gozaimasu. Sorry. Einfach die Putzfrau. Das war meine Leasing-Mama. Die war auch Ü50, aber ey, yo, die war nicht so geil. Ey, die war echt nicht geil. Die sah aus wie eine Fledermaus aus Guaden. Die wollte unbedingt das Zimmer sauber machen. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Bei uns in Deutschland, ne? Ich mache den ganzen Haushalt. Ich bin voll der Hausmann geworden. Ich interessiere mich doch immer so für Putzmittel, für Waschmittel und so. Ich fege immer, ich putze die Wohnung. Katze. Boah, ich habe mir jetzt wirklich eine Haushaltshilfe geholt. Ey, das ist so viel entspannter, wirklich. Du hast so voll gerne. Und irgendwann habe ich mich auch erwischt. Ich versuche mich mal so abzulenken. Ich finde YouTube-Videos schneiden so anstrengend. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall zurück zum Thema Anwalt. Gericht, die wollten dann alle Geld von mir haben und dann kamen noch andere Kosten hinzu. Das Ding war, ich habe mir dann halt auch Geld geliehen. Ein richtig großes Dankeschön an Avirano, an It's Asi TV und vor allem auch an Sierra Kid. Und ein YouTuber, seinen Namen will ich jetzt nicht nennen, ein YouTuber hat mir 20.000 Euro geliehen, weil ich immer wieder Steuern zahlen musste und irgendwelche Nachzahlungen kamen, das Finanzamt mir keine Ratenzahlung ermöglicht hat. Dann hat mir It's Asi TV 2.500 Euro geliehen und einmal 500 Euro geschenkt. Dann hat mir Avin 2.000 Euro geliehen. Bitte Leute, dafür will ich, dass ihr diese Menschen supportet und ein richtig... Ja, cool. Jero hat mir auch schon, er hat mich auch schon so krass aus der Scheiße gerettet, ne? Also, solche Leute sind ja wirklich Gold wert, ne? Die dich bei sowas unterstützen und die dir Geld leihen. Schenken muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, auch wenn es natürlich sehr, sehr cool ist, ne? Aber sowas ist halt Gold wert. Richtig großes Dankeschön vom Herzen, auch an Sierra Kid. Der Typ hat mir einfach 8.000 Euro geschenkt. Er hat zu mir gesagt, Bro, ich feiere deine Videos. Er sagt, nimm das Geld. Ich will dir einfach helfen. Mach bitte weiterhin Content. Du hast in einer Zeit, wo es mir auch scheiße ging, habe ich immer deine Videos geguckt und die haben mich aufgemuntert. Und ich mag ABK. Und ich verstehe ABK. Er hat mir zu einer Zeit, wo es mir sehr, sehr scheiße ging, wo mein Leben richtiger Müll war, hat er mir sehr viel Kraft gegeben mit seinen Videos. Das war so, wie als hätte ich so einen Freund da gehabt bei mir, obwohl ich gerade keinen Freund bei mir hatte, weil ich habe seine Videos gehabt und ich konnte das schauen. Und deswegen natürlich versuche ich ihn zu beschützen. Auch kein eigentlich. ABK ist im Herzen ein guter Mensch, Bruder. Er will mit mir privat gar nichts zu tun haben. Wenn ich ihm schreibe oder so, er sieht die Nachricht, der antwortet. Ja, ach, K ist schon sehr krass. Das war's. Also ich hab kein Problem. Aber ich weiß nicht. Ich kenne das ja auch von, also ich finde das generell hässlich, weißt du? Heftig, nicht hässlich. Ich finde das generell halt krass, ne? Weil ich zum Beispiel kriege auch öfter mal Nachrichten, ne? Wo Leute mir so sagen, so, hey, deine Videos haben mir in einer schweren Zeit und so geholfen. Und es ist eigentlich krass, was wir Influencer einfach auch teilweise für einen Impact auf Menschen haben, obwohl wir ja gar nicht viel machen. So, weißt du, ich sitze hier, streame, laber ein bisschen oder mach so meine Kuchen-Talks, ne? Aber für manche Leute ist das dann halt wirklich so diese Ausflucht, sage ich mal, ne? Wo Leute dann vielleicht so sagen, so, hey, der denkt ja genauso wie ich, ne? Oder einfach auch die Unterhaltung, ne? Dass man irgendwie für 20, 30, 40 Minuten irgendwie mal abschalten kann. Ich finde das echt heftig eigentlich, ne? Weil sind man selber irgendwie so gar nicht wahr, wenn man halt so diese Videos so nebenbei macht. Aber ja, finde ich krass. Und finde ich auch sehr cool von Sierra Kid, dass er da dann ABK unterstützt hat. Kontakt zu ihm. Er will einfach nur den Content sehen. Er will einfach nur unterhalten werden vor der Kamera. Nach dem Prinzip, ich feiere den ABK, wenn er Videos macht. Ich muss mit ihm privat nichts zu tun haben. Ich will seine Videos nur sehen. Und dann ist mir auch so bewusst geworden, Bruder, es gibt so viele Leute, die diese Videos von mir wirklich so mental auch unterstützen. Es unterhält mich selber auch, wenn ich schneide teilweise, weil es anstrengend ist. Ich lache, ich muss daran Spaß haben. Meine Schwester hat immer zu mir gesagt, zum Beispiel, Bro, du laberst scheiße, wenn du sagst, dass du YouTube nur wegen dem Geld machst. Die Art und Weise, wie du deine Videos gestaltest, wie viel Zeit du auch da reinsteckst und so, daran merkt man, du machst das nicht nur wegen Geld. Jemand, der das nur wegen Geld machen würde, würde ganz anders vorgehen auf YouTube. Dann habe ich mich so selber gesehen. Ja, ich finde aber auch generell, ich glaube, wer YouTube wirklich nur wegen dem Geld macht und das gar nicht fühlt, ich glaube, der geht doch irgendwann runter, weil, also ich glaube, als Zuschauer merkt man das, wenn auch vielleicht nur unterbewusst, wenn es halt Leute gibt, die wirklich so gar keinen Spaß daran haben, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel im Stream sitzt und du streamst jeden Tag 3-4 Stunden und du merkst eigentlich so, ey, der hat eigentlich gar keinen Bock.
der macht das jetzt halt nur, damit er Content hat. Ich glaube, dass, da ist man auch einfach automatisch weniger unterhaltsam. Erwischt, aber ich dann ist der Haarabeit weg. Gesagt, ja, du brauchst Geld, aber du hast mit 12 Jahren mit YouTube angefangen. Das ist bei dir eine Leidenschaft. Du bist mein Bruder, ich kenne dich. Du bist in meinen Augen ein Künstler, aber du weißt, dass du leider mit deiner Leidenschaft Geld verdienen musst, weil du die sonst nicht weitermachen kannst. Und deswegen sagst du immer oder denkst im Kopf, ich mach das nur wegen Geld. Aber du machst das nicht wegen Geld. Da hat meine Schwester wirklich recht, auch wenn die meine Videos nicht feiert und auch nicht dahinter steht und so. Da bin ich auch nochmal dankbar, dass meine Geschwister mir auch viel geholfen haben, ne? Dann, wo ich halt auch am Arsch war und so, haben mir auch Familienmitglieder Geld gegeben, dann auch mir geholfen, meine Steuern zu zahlen und sonst was. Aber diese Summen, über die wir hier reden, ne, das sind so Summen, da kann ich nicht einfach zu einem Kollegen gehen oder zur Familie gehen und sagen, yo, gib mal 30.000. Die arbeiten dafür gefühlt ein Jahr. Die einzigen, die mir sowas helfen, sind das geil, danke halt für die zwei Schweizer Franken. Und da kam auch dann der Punkt, wo ich übertrieben enttäuscht war von Sammy. Jetzt schreibt er mir auch und versucht auch noch den Kontakt aufrechtzuerhalten. Dann hat ein Sammy vielleicht gesagt, ja Bruder, sag doch, wenn was ist. Bruder, ich muss dir nichts sagen. Du siehst doch, dass ich verkackt habe. Wenn ich dir das auch noch sagen muss, ja Bro, dann kann ich es auch meiner Katze sagen. Ich bin jetzt keiner, der jemandem zur Last fallen will. Aber wenn meine Ressourcen ausgeschöpft sind, was soll ich dann machen? Außer beten und hoffen, dass jemand kommt, der nicht vergisst, was du für ihn getan hast. Ein Kollege hat mir 30.000 Euro abgezogen. Ich habe ihm vertraut. Ich bin selber schuld. Aber meine Absicht war eine gute. Den Kollegen unterstützt du. Social Media soll bei ihm laufen. Er lässt dich fallen. Kein Problem. Meine Absicht war eine gute. Ich habe es getan, weil ich in dem Moment dir was Gutes wollte. Und so seid ihr auch mental dann nicht abhängig von dem Verhalten der anderen Leute euch gegenüber. Deswegen muss ich mich an dieser Stelle bei meinen ganzen Nachbarn bedanken, die eigentlich ab und zu nur von... Ja, safe. Also ich meine, also ich finde immer, oh, wie soll ich das sagen? Ich bin auch echt leider ein bisschen kaputt. So, er hat ja mit seinen ganzen Taten auf jeden Fall halt was Gutes getan. Ne, so, da würde ich mich dann, glaube ich, auch nicht so fertig machen, ne, auch wenn man dann vielleicht abgezogen worden ist und so weiter, weil man an die falschen Menschen gekommen ist. Weil du selber brauchst dir ja nichts einreden. Na, es ist ja super, andere Leute zu unterstützen. Ne? Ich unterstütze meine Freunde oder meine Mutter auch so gut, wie es halt geht. Ne? Auch wenn die irgendwie dann ihr Essen nicht zahlen oder so. Aber ich finde dann alleine so das Wissen, dass man weiß, ey, ich habe trotzdem das Richtige getan, auch wenn, wenn die Person mich dann abgezogen hat, finde ich, ist immer noch ein gutes Gefühl. Macht es natürlich dann halt nicht besser, wenn du 30.000 verloren hast. Ne? Aber ob es jetzt ein Mustafa ist, ein Sufian, ein Ayub, ein Momobre vor allem, ein Ayub 428, ein Moreba, schon seit der Schule steht der hinter mir. Das sind alles Leute, die mir richtig viel geholfen haben, die wirklich per Knopfdruck, wenn ich die anrufe, meine Mutter mit mir zum Arzt fahren, bei jedem Arzttermin dabei sind, meine Mutter abholen, wenn sie irgendwo ist und sonst was, die mir wirklich so viel helfen, ne? Die mir auch finanziell geholfen haben, obwohl sie nicht mal viel haben und auch Leute, die mich mental aufgebaut haben. Das ist jetzt ein Yishem, der sich die ganze Zeit darum bemüht, mir irgendwelche Placements oder Sponsoren zu klären. Ein Heikel. Ein Reddit von Seite, mit dem ich immer über meine Probleme lachen kann. Das sind wirklich richtige Freunde. Natürlich versuche ich, alles zurückzugeben. Und das Ding ist halt, dass diese Leute die ganze Zeit hinter mir stehen. Aber klar haben mich von denen auch manche enttäuscht. Ich habe meinem Kollegen 1.800 Euro gegeben, weil der Kaution zahlen sollte. Am Ende, was macht der? Geht das Geld verzocken in einem Casino, weil er die Wohnung nicht bekommen hat. Und ich war kurz davor, nach Japan zu fliegen und gesagt, Bruder, das ist mein letztes Geld. Ja, sorry, habe ich verzockt. Was soll ich machen? Am Ende, er sitzt vor mir, er entschuldigt sich und ich denke mir dann auch im Kopf, ja, Bro, aber er hat dir auch viel geholfen, deine Mutter in einem Rollstuhl geschoben, da bei einem Einkauf geholfen. Er zahlt dir das irgendwann irgendwie zurück mit seinen Mitteln. Aber Bro, vergiss nicht das Zwischenmenschliche, was er für dich getan hat. So, das ist dann halt, was ich im Kopf habe. Ich schließe sehr schnell Menschen in mein Herz. Ja, safe. So bin ich aber halt auch. Das ist halt leider immer, finde ich, so ein Trugschuss irgendwie. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kollege 5 gute Sachen für mich macht, ne, wo ich wirklich dankbar bin, sieh da, Dankeschön fürs Cake-Abonnement, heißt es ja nicht, dass er mich woanders einfach wie Scheiße behandeln darf. Ne? Also, na klar, wenn jetzt einer sehr viel Gutes macht und dann baut jemand einmal Scheiße so, dann droppt man vielleicht nicht direkt die Freundschaft. Ne? Aber ich finde schon, dass, also das belastet einen natürlich dann irgendwo dann trotzdem. Ne? Man versucht sich das, finde ich, automatisch immer dann so gut zu reden. Ne? Ja, er hat ja auch das und das gemacht und da war er sehr korrekt. Eigentlich ist der ja gar nicht so schlimm. Na, ich finde, da muss man halt immer aufpassen, weil dann gibt es natürlich immer die Chance, dass man einfach ausgenutzt wird. Ne? Wenn ich in Japan bin zum Beispiel und ich erfahre, ein deutscher Influencer ist hier, habe ich den geschrieben. Und meistens haben diese Influencer nicht geantwortet oder gesehen und nicht geantwortet. Eine Sache, die habe ich wirklich gelernt auf YouTube. Es gibt keine Freundschaft zwischen Influencern. Egal, selten, was ein krasses Duo, die vor der Kamera sind. Es gibt keine Freundschaft unter Influencern. Auch viele YouTuber, die ich privat getroffen habe, die erzählen mir, dass ich mit vielem, was ich vor der Kamera sage, recht habe. Die das aber leider nicht in die Kamera sagen können, weil die sich dann damit selber ins Bein schießen. Und dann sitzen die da und fangen an, mich zu kritisieren. Also ich es ist halt sehr oft so unter Influencern, ne, dass, also ich glaube, also es gibt Freundschaften, würde ich sagen, aber halt schon eher selten. Ne? Bei vielen ist es einfach halt so ein Business-Ding.
Und das finde ich per se auch halt gar nicht schlimm, ne? Solange das irgendwie für beide Seiten klar ist, ne? Zum Beispiel bei mir und Monte, wir sind ja auch nicht befreundet, ne? Sondern er reagiert einfach auf meine Videos, ich nehme den Content mit, wir sind so, sag ich mal, so Business-Kollegen, ne? Und das ist halt alles. Aber ja, das Ding ist halt gerade, wenn du halt mit anderen Influencern chillst, ich meine, ich habe das ja zum Beispiel bei mir auch gemerkt, ne, sobald es dann zum Beispiel nicht mehr läuft oder du irgendwie negativ dastehst, dann droppen dich halt einfach alle, ne, und dann existierst du auch privat einfach gar nicht mehr für die, ne, und das sind so Dinge, die ich schade finde, ne, zum Beispiel auch da muss ich auch so ein bisschen halt Trimax auf jeden Fall rannehmen. Ich habe mich mal für ein, zwei Videos wollte ich mal Infos von ihm haben, ne, weil ich ihn für irgendwas kritisieren wollte. Ich habe gefragt, so, ey, wie sieht das eigentlich aus? Ich will nichts Falsches sagen. Komplett ignoriert. Dann schreibe ich einmal abends, jo, ich und ABK würden gerne gegeneinander boxen. So, was kann man da klären? Digga, und eine Minute später hatte ich eine Antwort. So, weißt du dann, wenn es wieder um was geht, wo er dann einen Vorteil rausziehen kann, ne, weil er wird ja auch bestimmt dann Provision oder sowas kriegen, da kann er innerhalb von einer Minute antworten. Wenn ich aber so wegen irgendwas schreibe, das wird einfach komplett ignoriert. Und finde ich schon schade irgendwo, muss ich sagen. Vanilla, dankeschön für die 2 Euro. Behörden haben keinen Bock auf mich. Influencer haben keinen Bock auf mich. Und deswegen spreche ich auch mal von ABK Army. Weil meine ABK Army sind die einzigen, die ich habe auf YouTube. Die einzigen Leute, die mir irgendwie alles noch ermöglichen. Ich versuche, deren Tag zu retten. Mit Unterhaltung, mit eigenen kreativen Content, die Hurensöhne. Nicht wie die anderen Bastarde. Die sind wirklich alle größtenteils falsch. Und ich weiß, dass es einige Influencer geben, die werden sagen, das stimmt gar nicht. Da musst du an deiner Persönlichkeit arbeiten. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Wenn wir jetzt mal zum oberflächlichen Problem kommen, warum ich wahrscheinlich mit YouTube erstmal aufhören werde oder werden muss. Also ich habe Videos vorproduziert, die lade ich auf jeden Fall noch hoch, ohne euch anzulügen, warum das auch jetzt hier ganz, ganz kritisch wird für mich auf YouTube. Ich bräuchte schon so 100.000 Euro Vorschuss, damit ich gesaved bin. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt 100.000 Euro bekomme, legt die Hälfte zur Seite für Steuern. Ich mache auch ganz radikal, offen und ehrlich. Erster Link in der Beschreibung, Spendelink von mir. Das Wichtigste, was ihr machen könnt, ja, wozu denn 100.000, Alter? Immer auf die Benachrichtigung drücken, wenn ihr eine bekommt. Ganz, ganz wichtig, weil sonst entfernt euch YouTube als Abonnent. Kommentieren und liken. Ganz wichtig, ich muss das sagen, weil es sind diese Kriterien heutzutage und vor allem meine ganzen Placements runterladen, die ich vorstelle. Immer über meinen Link runterladen. Das bei mir auch. Wenn ich Placements mache, egal ob ich es gut finde oder nicht, einfach runterladen, kurz spielen. Das ist der Grund, warum ich gerade noch YouTube weitermachen kann. Wenn jeder von euch, der das Video sieht, nur 1 Euro spenden würde, ne, dann hätte ich einfach die 100.000 Euro. Klar, ich müsste die Hälfte davon zur Seite legen, aber ich will das Geld ja eh nicht haben. Ich will nur damit die Behörden bezahlen, damit die mich in Ruhe lassen und ich einfach mich um zu Hause kümmern kann und um meine Videos. Also ich werde jetzt nicht der aktivste YouTuber, das werde ich niemals, aber ich werde euch immer wieder ein paar Mal im Monat werde ich kommen. Ich bin dieser Charakter. Das geht, das klar. Dann bin ich wieder weg. So ist das Schweine. Aber wenn ich dann komme, dann freut ihr euch. Dann müsst ihr, ey, geil, der ist da, der Spaß. Jeder von euch einfach 1 Euro. Einfach auf den ersten Link draufklicken. Ja, gut, jetzt wieder spenden. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ja, ich finde dieses Spendensammeln eigentlich immer kritisch, das habe ich ja auch schon bei ihm kritisiert, boah, da kommt aber echt gut was rum, ne. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ja, also er hat schon wirklich sehr viele Probleme und wie gesagt, ich kann es halt schon verstehen, dass er jetzt nicht YouTube komplett durchzieht, wenn es ihm halt so geht und er diese Probleme hat. Ja, deswegen denke ich mal, kann man das schon machen. Kann ich eigentlich was spenden? Hey, wie geht das denn mit diesem Superchat? Ich kann das einfach gar nicht. Tja, kein Geld für ABK. Ja, ansonsten aber sehr cooles Video, sehr real. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die Sachen klären und er irgendwann richtig durchziehen kann. Ja.